Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Valheim. Ich habe Eisen transportiert. Wir haben jetzt insgesamt, die drei Krypten haben wir leer. Die eine habe ich noch nicht leer gemacht. Wer weiß, was hier noch drin ist. Aber ich kann auch nicht viel mehr transportieren. Das ist die Ausbeute aus den drei Krypten. Ich denke, das lässt sich sehen. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Und zwar, unser Boot ist ja hier. Wir machen jetzt hier die Wand raus und ich droppe mein Eisen darunter. Ich würde mal ganz kurz die Wand entfernen. Dann lassen wir natürlich den Bauer mal hier. Und zack, sie tragen zu viel. Mal gucken, das müsste aber eigentlich gehen bis hierhin. Oh, ich sollte was essen. Zack. Yeah. Ich muss mal ganz kurz runter. Die sind nämlich ein bisschen weit ins Wasser geflogen. Einmal. Okay, wir müssen hier irgendwas hinstellen. Irgendeine Mauer oder sowas in der Art. Einmal. Damit es nicht so weit nach außen glitscht. Sonst wird das nämlich ein bisschen lästig. So. Na, stehen sie auf. Ich werfe das jetzt einfach ein bisschen weiter rüber. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nachzubessern oder da großartig irgendwie eine Auffangmauer hinzusetzen. Gut, man könnte es auch mit Dachschrägen runterrutschen lassen und all solche Dinge, aber... So, Ausdauer ist voll. Zack, zack. So, in Anbetracht, dass wir ziemlich weit werfen, werfen wir einfach in die Richtung. Besser. So, zweimal noch für uns und den Rest, was wir tragen können, ne? Weil ich will schon ein bisschen agil bleiben. Jo. Nö. Ja, perfekt. So, wie viel sind das, was wir tragen können? 39 können wir tragen. Gut, wenn wir das Holz jetzt nicht in der Tasche haben, können wir sogar noch ein bisschen mehr tragen. Ja, oder auch nicht. 39 plus einmal rüberschippern. Naja, das gibt für den ersten Satz. Sollte das reichen. So. Achso, das macht keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Ach, Dicky. So. Na? Einmal. Zweimal. Ich kann nicht, ich bin so langsam. Fisch, kannst du mir helfen? Bitte, helf mir beim Tragen. Ah, ich freue mich schon, wenn das erste Eisen durch meine Köhlerei, durch die Schmelze läuft. Das wird gut. So, hart nach links, Rückenwind haben wir. Full throttle. Naja, Boot kaputt, gesunken, gluck gluck, alles weg. Ah, zu Ende. So, jetzt kommt auch wieder Rückenwind rein. Ach, guck mal hier. Und das Wetter wird schön. Es geht Richtung Heimat. Bei güldenem Sonnenschein. Tschüss, Sumpf. Es war schön mit dir. Aber ich komme wieder. Ein Blob winkt zum Abschied.
ab ins Grasland. Achso, wir müssen um einmal... Da war noch so ein Hütchen, genau beim Herfahren. Ach, ist das schön hier. Ach, mit Licht. Also ich weiß nicht, man merkt das richtig, oder? Das ist so wie, wenn die ganze Zeit Winter war, du nur noch Grau und Triss hast und dann kommst du hier in so wunderbares Licht. Mmh. Schön. Also, wir sehen uns gleich zu Hause. Bis gleich. Ja, ich bin gelandet. Hey. Wir müssen auf Land gelaufen gerade. Aber das habe ich natürlich Absicht gemacht, ist ganz klar. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht die Kurve vor meinem Steg geschafft hätte. Das war natürlich alles Absicht, damit wir jetzt schnell ausladen können. Naja. So. Dann. Ich werde jetzt nochmal losfahren. Wir machen jetzt einfach nochmal. Wir machen jetzt nochmal eine Tour. So. Ja, zack. Rückwärts einbangen. So. Bauhammer habe ich drüben gelassen, ne? Naja. Zack. Da ist der Karren voll. Ab zum Schmelzen. So. Bleibst du liegen? Du bleibst liegen. Nice. So, wie viel passen rein? 10, oder? Das ist ja nicht gemoddet. Naja, sind nur 10. Naja. 10 sind besser als nichts. Hey, es brät. So, was ich jetzt mir gedacht habe, wir hacken das Boot klein und fahren rüber. Oder? Ich hole mir meine Axt, wir tackern das klein. Ist da genügend Kohle drin? Ja. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich hole jetzt gerade noch mal ein bisschen Holz. Das werfen wir hier in die Köhlerei. Unser erstes Eisen. Tschack, da kommt es. Ah, schön. Da ist der eiserne Streitkolben. Yay. Und das Eisenfaustschild, das werden wir brauchen. Das werden wir für den Horn der Festlichkeiten. Was kommen denn hier alles für Sachen? Wow, geil. Cool. Da haben wir aufgefüllt. Das füllen wir auch auf, das haben wir nicht. Dann packe ich das hier gerade mal rein. Das Blutsäckchen machen wir auch, das können wir später aussortieren. Ich brauche die Axt und ich brauche meinen Bauhammer. Bauhammer habe ich drüben, aber ich brauche die Axt wieder. So. Und dann werden wir einmal rüberporten, drüben das Boot wieder aufbauen. Das befülle ich gleich noch, wenn es wieder losgeht, wenn ich rüberporte. Boot, hast deine Schuldigkeit getan. Na? Keine Ausdauer. Schwächeanfall. Habe Meth. Ist irgendwie traurig, oder wenn der Mast so umknickt. Na? Willst du auch mal? Willst du auch was kaputt schlagen? Ich helfe dir. Du darfst auch kaputt sein. So, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben alles eingesammelt, ne? Ja, sieht gut aus. 30, 80, 10, 21, perfekt. So, der erste Eisen. Jetzt machen wir das Ding nochmal voll. Ich hole mal hier mal ein bisschen Kohle raus.
voll. Ich weiß, dass ich zu viel trage. Na? Hat er gerade noch mal einen durchgeschmolzen? Ich habe doch gerade aufgefüllt. So. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das nehmen wir mit. Die Kohle lassen wir auch hier. Jetzt habe ich doch einen Eisenbarren eingesammelt. Ich wollte doch gerade ins Bett. Okay. Fort. Oh. Nein. Na, Mahlzeit. Meine erste Welle. Da war ich noch in der Hocke. Ich habe keinen Bock auf Trollkampf. Moment, ich ziehe euch mal weg. Achso, wir müssen ja in dem Range bleiben, sonst hört die Welle nicht auf. Lass meinen Baum stehen, bitte. Lass meinen Baum stehen und meine Bienen. Lass die... Bitte. Ich habe auch keine keine Erholung. Das ist ein bisschen mein Problem. Meine Ausdauer baut sich so langsam auf. Nicht auf mich werfen. Hört auf, mich zu werfen. Ich war doch gerade mich am Erholen. Ich wollte gerade ins Bett. Jetzt kommt auch noch so ein scheiß Knoll dazu hier. Aua. Hugin, hilf doch mal mit. Sag denen, das war Spaß. Noch 2,45 Eiktür. Ach, jetzt kommt der auch noch dazu. Hört doch mal auf, ihr Knolle. Lass mich mal durch. Du fängst an zu frieren. Ideale Voraussetzung. Dein Kumpel ist schon tot. Vielleicht willst du auch gehen. Ich lass dir eine Chance. Okay, vielleicht lässt er mir eine Chance. Nicht auf mein... auf die Bienen. Fast wären die Bienen kaputt gewesen. Aber es war eine erste Welle, ne? Ich habe das Eisen reingelegt. Und schwupp kam die erste Welle. Ach, noch so einer. Na, fantastisch. Als würde es nicht so schon reichen.
Gib mir ein bisschen Ausdauer, gib mir ein bisschen Ausdauer. Na endlich. So, jetzt. War das eben meine Sau, die da rausgelaufen ist? Oder war das... Nee, die war nicht kaputt, ne? Oh. Dann immer wieder so an seine Grenzen. Das Spiel. Ich bring Nachrichten, ja, sag mal. Ein Opfer einer Invasion, ja, ich freue mich schon auf weitere. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Verteidigung bauen um unsere Basis herum. Also, völlig ausgelaugt, hier noch zwei Trolle weg. Ich bin stolz auf mich. So. Puh, kurz mal durchschnaufen. So, dann machen wir das hier mal. Das machen wir hier rein. Dann machen wir das da rein. Na. Na. Den Wagen habe ich irgendwie blöd geparkt. Okay. Haben wir noch Kohle hier drin? Jupp. Okay, langt mir, ist egal. Ich muss ja ins Bett. Gefroren, geschändet. Gute Nacht. Was ein Begrüßungskomitee, oder? Die haben hier entgegenkommen. So, Kohle füllen wir auf und dann machen wir uns auf den Weg. Das haben wir aufgefüllt. Zack. Stein, wo kommt der jetzt her? Wahrscheinlich von den Trollen, gehe ich mal davon aus, oder? Ja. So, die packen wir hier rein. Zack. Jo, passt. Rest weg. Nein! Nicht ein Schwein hat überlebt, weil die Kacke durchgeschlagen haben. Ich baue euch was Neues. Meine Sterne-Schweine. Gut, ich habe sie eh nicht gebraucht, ne? So wirklich habe ich sie nicht gebraucht, aber es, das ist ein bisschen schade. Na, warte mal. Damit vielleicht ihre Geister nicht entkommen. Sauerei! Naja. So, das Leder müssen wir dabei lassen. Das Trollleder können wir noch reinpacken. Den Stein können wir reinpacken. Das Harz müssen wir dabei lassen. Geld kommt weg. Erdbeeren und Fleisch packen wir in die Kiste. Mann! So ein Blödarschtroll. Na gut. Bruchter. Ich werde einmal reparieren. Die Axt können wir eigentlich hier lassen, oder? Die brauchen wir nicht wirklich drüben. So. Lass mich jetzt nicht aufhalten, ich gehe jetzt rüber. Mach jetzt hier zu. Ja, also Verteidigung bauen. Einen Zaun bauen am besten, großzügigen. Klar, könnte ich auch einen Graben machen, kann man auch oft. Oder eine Mauer, das Erdreich hochziehen oder sowas in der Art. Aber, nee. Achso, Bauhammer, den habe ich hier, ne? Guck mal, noch 4 Stacks Eisen. Na, nicht ganz, aber so beinahe. Wieso kriege ich jetzt... Weil ich den Bauhammer noch mal in der Hand hat oder was? Achso, weil ich den Hammer jetzt in der Hand habe, sagt mir das Spiel, jetzt kannst du das und das mit in Verbindung mit Eisen herstellen. Okay.
Hä, ist ein Egel an Land? Ein Trollfisch. Ah, nice. Okay. Ein Trollfisch. Oh, da kommt ein Drauger. Ausdauer habe ich, ja. Na? Holst du deine Kumpels? Was ist denn mit dir? Kommt hier noch was Größeres, was ich nicht gesehen habe? Nochmal so ein komisch krabbelnder Baum oder so? Willst du auch nochmal? Oder weil ich einen Trollfisch in der Tasche habe? Hallo? Kommt der zurück? Der rennt. Mama, Mama, der hat den Trollfisch geklaut. Mein Lieblingstrollfisch. Na gut, dann mache ich halt ohne dich weiter. Ups. So, dann holen wir mal den Chrom hier oben. Nee, das ist zu viel. Komm, wir hauen erstmal den 30er-Stack hier runter. So. Ach. Ditcht das Ding da weg. Naja. Das ist zu viel. Dann gehe ich halt mit dem 1-Stack. Jetzt hätte ich auch laufen können mit der Arbeit, die ich mir unnötigerweise mache. Kannst du mal mein Eisen rausholen? Durch. Falkwappe. Diggi, mein Boot. Und du vergiftest mich ernsthaft. Ich habe doch kaum Leben. Ich habe eben zwei Trolle mit der Hand besiegt. Oh, ein Arsch. So, hier waren doch auch, hier haben sie auch welche getummelt, oder? Ja, da kommt er schon. Ja gut, war doch nicht mehr so viel, wie ich dachte. Aber die fahre ich jetzt noch nach Hause. Dann können wir eventuell auch das upgraden, also den Knüppel upgraden, Turmschild. Vielleicht kriegen wir noch ein irgendwie andere Sachen hin. Dann habe ich die zumindest rausgeholt. Ich meine, die eine Krypta können wir uns immer noch Eisen rausholen, wenn wir es brauchen. Da wird bestimmt auch noch ein bisschen was drin sein. Aber jetzt will ich erstmal zu Hause auch ein bisschen was umbauen. Garten bauen und solche Sachen. So, lasse ich Holz hier. Das Holz lasse ich mal hier drin. Jo. So, auf ein neues. So, für euch nur ein paar Sekunden. Für mich einen kleinen Moment. Wir sehen uns gleich wieder zu Hause. Und hoffen, dass wir nicht wieder von Trollen begrüßt werden. Das wäre echt blöd. Also, bis gleich. Da ist hier wieder zurück. Bestes Begrüßungswetter. Und ich habe wieder perfekt angelegt. Nicht. So, wir packen mal den ganzen Kram hier rein. Jetzt ist das komplette Eisen drüben. Bei der Abfahrt hat mich noch... Habe ich noch Platz? Na, das wird nicht lang. Hat mich sogar noch so ein komischer Wurzelbaum begrüßt, verabschiedet. Den habe ich aber stehen gelassen. Da hatte ich jetzt echt keinen Bock, den noch zu bekämpfen. Zumal mein Boot schon voll beladen war und ich jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Bock hatte, dass das Ding dann leer wird. So. Eisen schmeißen. Sehr schön. Dann. So, wir können jetzt auch die Steinmetzbank machen. Das heißt, wir können jetzt aus Stein bauen. Das heißt, wir können für die Schweine was Stabiles bauen. Oder wir bauen eine Mauer. Das bedeutet auch Steinfarm. Das ist natürlich... fühlt sich nicht länger erholt. Ich habe sowieso so ein leichtes Schwächeproblem, ne? Weil ich nichts gefrühstückt habe. Los, zieh durch! So. So, den lassen wir hier stehen. Unser erstes Eisen, dann füllen wir hier nochmal auf. Und den Rest bringen wir jetzt rein. Oh. Ich hätte nochmal Kohle machen können, ne?
So. Dann lege ich mich mal ins Bett. Geht das? Ist es nachts? Ich hoffe. Bitte lass mich schlafen. Du bist nass. Dann trockne. Gute Nacht. Das beste Geräusch im Spiel. Irgendwie ist so ein bisschen laggy geworden. Manchmal hat so leichte Zitterer. So. Kohle kann hier rein, das kann hier rein. Achso, dann nehmen wir mal das Eisen mit, wa? Du trägst so viel. Okay, dann gehen wir mal rein und machen uns die ersten Sachen. Erstmal durchreparieren nach der langen Fahrt. Schwing. So, Eisen. Ich würde sagen, das erste, was wir uns bauen, ist die Steinmetzbank, damit wir möglichst zeitnah hier die Angriffe abwehren. 4 Stein, 4 Kohle, 10 Holz. Vier Kohle. Stein haben wir hier. Das nehmen wir noch mit. Achso, können wir nicht tragen. Okay. So, wie war das? Man müsste das irgendwie anpinnen können, das finde ich gut. So, 10 Holz, 6 Kupfer. Ist das die Schmiede, die ich mir gerade anguckt? Ach, da. 10 Holz einfach nur. Hm. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Du trägst zu viel. Zit, zit. Klar. Jump. Yay. Ah, nice. Das ist gut. Und wir machen direkt einen Wetzstein. So, mit dem konnte man doch dann irgendwie noch hier so einen Schleifstein bauen. Da brauchen wir 25 Holz. Okay, 25 Holz. Nehmen wir uns auch noch mit. Du trägst zu viel. Naja, gut. Der Wetzstein ist für die Schmiede. Kann ich das Ding mal hier irgendwo... Das ist irgendwie blöd. Ah, ah, ah. Kann ich vielleicht hier drüben hinstellen? Hat er keine Verbindung, ne? Der muss ja auf das Ding hier drauf. Auch nicht. So. Gut, ich denke mal, wir werden die Steinmetzbank woanders hinstellen. Aber, naja. Mal gucken. So, das war der Wetzstein. Das war das erste, was wir gebaut haben. So, ich packe mal ganz kurz den Fisch weg. Viech kommt hier rein. Heute da rein. Blutsack hier unten. So, Erweiterung für die Kochstelle. Erweiterung für die Kochstelle. Habe ich nichts? Kessel Nummer 2? Gibt es nichts oder übersehe ich gerade was? Den Amboss haben wir noch nicht, gell? Brauchen wir auch noch. Und das hier. Forge-Verbesserung? Ach, Schmiede. Okay. Mhm. Den Amboss haben wir noch nicht gemacht, ne? Das ist auch mit Eisen. 20 Eisen für die Schmiedeverbesserung. Okay. Ah, wir haben auch keine Rübensamen aus dem Sumpf geholt. Gut, die können wir so noch holen, ne? Da können wir nochmal einen kurzen Run durch den Sumpf machen. Oh, Gitter und so, das kenne ich alles noch nicht. Gut, die kenne ich, die gab es ja damals schon. Cool. Cool, ich freue mich drauf, die ganz neuen Sachen, die jetzt auf uns zukommen. Ich würde sagen, dann machen wir das hier noch. 10 Holz brauchen dafür. 10 Holz. Puh. Irgendwie
So, dann machen wir dich hier rüber, oder? Oder hier oben, so. Stufe 5. Guck mal. Jetzt können wir so mal ein bisschen aufwerten. Geil, wir bauen auch noch Holz. Und wir können doch die große... Ah, mit der Steinmetzbank können wir doch jetzt das große Feuer bauen, oder? Oder habe ich da noch irgendwas nicht da? 15 Stein für die große Feuerstelle. Oh, wir werden demnächst umbauen. Nächste Folge. Ich denke, da wird es wieder eine Baufolge geben. Ich freue mich schon drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.